Moin, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Ja, ich habe mir heute, ich war heute beim örtlichen Müller hier in Bremen, ich habe etwas gefunden, und zwar die Carajo-Kollektion. Ich mache mal kurz den Autofokus aus. Hoffentlich geht das. Ja, geht. So, der Autofokus ist aus. Habe ich hier die Carajo-Kollektion gefunden mit dem Hololatios. Und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und ich fand das einfach nur ein bisschen interessant. Und dementsprechend mache ich das jetzt einfach mal kurz auf. Das Einzige, wo ich weiß, was ich weiß, dass da drin ist, ist halt das Hololatios. Aber steht drauf, es sind drei Booster oder so drin. Und dementsprechend holen wir mal den Inhalt hier raus. Ah, alles klar, das sind Hardcore Soul Silver Booster. Das ist auch cool. Und hier eine Codekarte fürs Trading Card Game Online. Die gab es damals eigentlich auch nicht. Ich muss mal kurz angucken. Okay. So alt ist es also dementsprechend noch gar nicht, weil der QR-Code ist hinten schon drauf. Und den gab es ja damals auch nicht. So. Ja. Hier ist halt die Latios Promo drin. Ja, vielleicht kriege ich sie hier raus. Hoffentlich zumindest. Ja. So. Okay, ui. Das wollte ich auch nicht. Ja, cool. Also, was haben wir hier? Schneeleichter Schimmer. Wenn du Latios im Spiel hast, hat Latios Rückzugskosten von 0. Unendliche Schwingen 80. Für 4 Energien lege 2 an Latios angelegt, Energien auf seinen Ablagestapel. Ja. Ist jetzt nicht so unbedingt sehr spielstark, aber. Naja. Ist halt eine schöne Promo. Okay, wir haben hier Booster drin. Wir haben aus der ersten Hardcore Soul Silver Serie. HS ist unerschrocken und HS ist entfesselt. Ich würde sagen, wir gehen dann nach dem Alter des Packs. Und zwar machen wir zuerst hier Hardcore Soul Silver entfesselt auf. Ja, Quatsch. Normales Hardcore Soul Silver auf. Aber es ist interessant, irgendwie, man findet die Hardcore Soul Silver Geschichten immer noch relativ häufig in den Geschäften. Irgendwie will es heute nicht aufgehen. Ah, guck mal, da ist es doch. So. Die Dinger hier haben keine Codekarten. So, aber hier gibt es auch schon den Kartentrick. Hier gibt es keine Full Art. Also hier gibt es schon so eine Art Full Arts. Es gibt hier Legendenkarten und Prime-Karten. Die Prime-Karten sind auf dem Reverse-Holo-Slot. Aber, naja, mal gucken. So, wir haben hier Ladybar, Vulpix, Sandan, Smogon, Voltilam, Hyperheiler, Professor Eis neue Theorie, Donphan, unsere Reverse-Holo ist ein Parasect und unsere Rare ist ein Meganium. Also hier nichts Atemberaubendes drin. So. Dann machen wir jetzt HS unerschrocken auf. Naja, gut. Das ist hier halt jetzt schon ein bisschen kaputt. Was soll's? Weiter kaputt machen möchte ich es trotzdem nicht. Denn ich möchte die Artworks ja auch erhalten. Ich bin ja auch so ein Booster Pack Sammler. Punkto Artworks. Da, mal gucken. Ja, krieg ich's raus. Na ja, komm. So. So. Dann. Kartentrick. Evoli. Packen wir hier hin. Traunfugil. Tanzer, Flunkiefer, Radfratz, Skuntank, ja. So, der Fokus nochmal. Blumenfrau, Pinsir, Snibuna als Reverse Holo und so Rare ist ein Fossdecker. Ja, auch nichts wirklich so weltbewegendes. Vielleicht hat ja Hardcore Soul Silver entfesselt irgendwas für uns.
Ach ja, ich nehme hier im Anschluss von diesem Opening übrigens noch ein Opening in der Tinbox auf. Und zwar der Machomai Tinbox aus den diesjährigen Frühlingstins. Und ja. Ich bin mal gespannt, was da so alles drin sein wird. Ich habe noch nie so eine der neuen Tinboxen aufgemacht. Die letzte Tinbox, die ich geöffnet habe, war eine schwarz-weiß Tinbox, und zwar die erste. Da war damals Floink drin. Mehr habe ich gar nicht geöffnet von den Dingern. So, hier. Okay. Haben wir hier Kikugi, Vulpix, Tropius, Schillast, Dammhirplex, Dumiesel, Pupita, MCs Geschwätz, Nice, Ursaring, Prime. Mit Berserker. Wenn auf Ursaring mindestens eine Schadensmarke liegt, fügen sämtliche Angriffe Ursaring 60 weitere Schadenspunkte zu. Also Ursarings, ups. Bevor Schwäche und Resistenz verrechnet werden. Das ist nice. Hammerarm für 3 Energien 30. Ja, lege die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf unsere Ablagestapel. Okay. Megaton Lasso für 4 Energien 60. Mit Berserker an sich wäre es natürlich noch besser. Und unsere Rare ist ein Lantern. Aber das ist schon richtig nice. Eine Ursaring Prime Karte. Die Prime Karten waren quasi, sie sind quasi die damaligen Holos, Quatsch, Turbos quasi gewesen. Das ist cool. Haben wir wenigstens eine gute Karte hier rausgezogen. Hier eine seltene. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier mit den beiden Karten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.